Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rollercoaster Tycoon 3. So, als allererstes, bevor ich es vergesse, mache ich jetzt das hier. Dafür muss erstmal das und das weg. Die fliegen, hä? Und dann, ich habe nicht nachgeguckt, wie das geht. Und zwar wartet. Das ist zu viel. Das ist zu wenig, das sehe ich, ne? Machen wir es so hier. Setze ich das hier tiefer und jetzt passt auf. Mache ich hier den Weg. Zack, zack rein. Und setze es jetzt wieder hoch. Und somit ist der Übergang gebaut. Seht ihr das? Ich kann es also auch. Nach wie viel Folgen? Ist egal. Jetzt wollen wir mal ein bisschen Action hier reinbringen. Und... Ne, wartet mal. Wie sah denn das aus? Ich muss aber kurz reinkommen wieder. Die 200 Besucher hatten wir noch nicht, oder? Nee. Aber ich bin auf besten Weg dahin, oder? Der Dennis hatte mir geschrieben irgendwie, dass er 3000 Besucher hat. Und das liegt daran, weil er so viele Mitarbeiter hat und so. Ich habe jetzt echt eine Million... Reinigungskräfte und Millionen Mechaniker. Da das aber entscheidend reicht, stellen wir halt noch ein paar Mechaniker ein. Das kostet halt vielleicht ein bisschen was, aber ist auch egal. Und dann tun wir noch ein paar Entertainer von den Eingangsbereich setzen. Du siehst aber anders aus, du siehst so aus. Und gleich noch einen. Das ist ein Elefant, genau. Und einer, der natürlich aufpasst. Machen wir ab sofort auch. Dann habe ich gerade gelesen, Tierpfleger und will schon wieder irgendjemand kündigen. Da drüben sind zwei. Setzen wir hier mal noch einen rein. So. Was können wir denn noch machen, damit mehr Besucher kommen? Abfall unterbrochen, das ist ja jetzt fast schon komplett weg. Ei, die kommen raus. Wieso kommen die nicht raus? Huch. So, frisch. Oh, nee. So. Nee. Nee, nee, nee. Zurück. So. Was willst du jetzt von mir? Nein! Das ist da immer noch keine Verbindung. Wie komm ich denn da? Gut, wartet. Dann machen wir es ganz anders. Halt. Nee, Moment, gerade. Nein. Ja, doch. Doch, können wir so machen. Zack. Gerade, rüber. So, das ist jetzt auch eine Verbindung. So, und was ist das hier? Da ist doch, glaube ich, auch keine Verbindung, oder? Wenn ich das so richtig sehe. Tun wir auch ein bisschen umgestalten nochmal. So, wartet. Weil das sind das. Da. Genau so machen wir das.
Und los. Ach so. Sind noch einer im Wasser? Ja, da sind noch zwei. Die angeln wir mal schnell raus. Wo ist der zweite? Da. Und dich angeln wir auch raus. Du gehst bitte gleich rein. Uiuiui, was war denn das? Läuft. So. Was ist denn jetzt los? Warum habe ich gekillt? Und wieso gehen die Besucher? Die sollen nicht gehen, die müssen bleiben. Ja, hat halt eben. Siehst du, ihr Tierpfleger hat gekündigt und es stört mich nicht. Ich hätte gerne eine Flasche Pommes frites. Irgendwie geht schon wieder alles kaputt. Ich brauche mehr Mechaniker. Da kommt noch einer hin. Und hier kommt noch einer hin. Ein Tier. Und Tier. Und da. Oh, jetzt hab ich Schluck auf gehabt. Dass die einfach überall sind. Besucherzahl, Parkwertung 1000. Geht die eigentlich schon aus 1000? Oder kann ich das. Warum habe ich den Park-Eintrittspreis zu hoch? Komm, machen wir doch 15. Kann ich höher als 1000 machen? Wo geht denn das? Können wir denn das gucken? Da, bei Statistiken. Die klatscht da oben dran. Mehr geht da gar nicht. Besucherzahl. Sinkt. Ja, dann hört er auf, ihr Idioten. Ich weiß nicht, wie ich die 200 Leute zusammenkriegen soll. Wie sollte das funktionieren? Ich könnte jetzt versuchen, hier Sachen halt hier Inspektion, pass auf, wartet. Anstatt alle drei Zuverlässigkeit. 60% Ausfallzeit. Junge, hier könnte ich sagen, alle 10 Minuten geht er mal gucken. Hier geht er auch mal alle 10 Minuten gucken. Wir gucken jetzt mal jede Attraktion durch. Die geht einigermaßen. Das Ding macht ja Probleme. Da kann ich nicht danach gucken. So was mit dir? Ja, Zuverlässigkeit geht noch. Also mit dir der großen Achterbahn. Oh, die läuft einwandfrei. Die hat ein bisschen Problemchen. Die fährt. Gehen jetzt hier durch. Der Aussichtsturm macht überhaupt kein Problemchen. Das ohne so dieses riesige Riesenrad. Kein Problem. Uah, hier haben wir Probleme. Und auch hier haben wir Probleme. Auch hier haben wir sehr viele Probleme. Dich müssen wir alle 10 Minuten kontrollieren und dich auch. Und was wir auch hier hinten haben wir hier so eine große Problemfalle. Deswegen steche ich jetzt hier einen Mechaniker ein. Der wartet, der kriegt jetzt
Er kriegt jetzt hier diesen Bereich zugeteilt. Dass er wirklich nur hier was macht. Das hat doch Dennis auch gesagt, seine Mitarbeiter einfach mal Disziplinar-Dingsbums-Verfahren machen. Damit die dann vielleicht na, ein bisschen fröhlicher drauf sind. Ich häng grad selber auf den Schlauch.